Nee. Hast du bei dir Sturm, Jan, ne? Ja, ich hab Sturm. Okay. So, was Kleines. Was ist das denn, Navigationsdaten? Hm. Taxi! Taxi! Ist ja echt übel draußen. Ich grad. Boah. Nicht 1 Grad. Lauf mal so nach vorne und bleib mal oder versuch mal neben mir stehen zu bleiben, dann dass du nach vorne läufst. Die drehen sich selber mal um, ne? Warte. Versucht ihr mich mal ein Foto zu machen davon. Ah, ist zu klein hier. Wir sind raus. So stehen. Juhu. Nice. Gut, Foto geschossen. Ha. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir die Sachen verkaufen. Weil ich habe echt keinen Platz mehr dafür. Ja, ihr müsst es irgendwo, müsste es eine Station geben. Kann man das nicht schon, ja, rauskriegen mit so einem. Ich hab doch mal mit Z war das, glaube ich, ne? Mit einem Signalbooster kann man nichts rausfinden, ne? Doch. Signalbooster, da findest. Mit dem Ding findest du neue Sachen, also Handelsstellen alles. Okay, aber jetzt auch hier auf dem Planeten und sowas, ne? Brauchst du einen Nanorohr? Auf dem Planet. Nanorohr, ich brauch keinen Platz in meinem Inventar. Warte mal, ich guck mal. Also, ich bräuchte auch nur noch einen Nanoröhre. Ich guck mal, was ich verschmerzen kann. Ah, ich kann's holen. Kohlenstoff Nanorohr. Like. Hast du Platz? Leider nicht. Dann kann ich den Kohlenstoff ein anderes Rohr geben. Warte mal. Das brauche ich. Sauerstoff reinhecken. Okay, ich habe einen Platz. Okay, ich hab's gebaut. Okay. Warte. Strukturen, Orte.
nee. Hier gibt es großartig nichts zum Verkaufen. Da hinten gibt es zwar ein Signal. Ich auch gerade ein Signal entdeckt. Das könnte eigentlich von allen möglichen sein, ne? Ich glaube, am meisten glaube ich so ein Notrufsignal. Ich weiß aber, wie man Häuser finden kann, also solche Teile da. Warte. Ah, ich kann jetzt bewohnbare Handelsaußenposten scannen. Ah. Warte, ich probier's gerade. Okay, Handelsposten wird gerade gesucht. Sendeturm entdeckt. Sendeturm? Okay. Okay. Ich habe jetzt einen Sendeturm entdeckt, der ist nicht mal auf diesem Planet. Oh. Bringt ja viel. Nein, das ist das Falsche. Ja. Warte, ich probiere es gleich nochmal. Mhm. Ich will dann die Navigationsdaten eingeben. Da hinten, ich einsteigen. Unterschlupf entdeckt. Oh, bis wir dort angekommen sind, 3 Stunden. Ach du Schreck. Hä? Gibt hier nichts? Nein, wir haben ja schon nahe Strukturen gemacht, also hier ist nichts in der Nähe. Mhm. Pass auf, also diesen nichts. Notrufsignal da. Oder Signal. Ja, oder ansonsten können wir den nächsten Planeten gucken. Was ist das? Was explodiert hier? Boah, so ein Staub. Ja, ich denke mal, dass wir Sachen verkaufen werden. Okay. Wie gesagt, ich habe so viele Sachen drin. Vor allem jede Menge verrostetes Metall. Die kann man ja zerstören. Oh, du verkaufst, der verkaufen geht's ja auch. 458 Stück. Oh.
So viel. Ja. Diese Mikroprozessions... ja, Mikroprozessoren. Braucht man die selber? Ich weiß gerade noch nicht für was. Die sind schon wichtig, ja, die sind wichtig, aber ich weiß gerade noch nicht gerade für was. Ja, dann würde ich sagen, behalten wir die mal. So, ich guck grad. Das passt. Mikroprozessor. Ja, für diese Dinger. Ich weiß, für was man das braucht. Für verschiedene Sachen zum Bauen. Na, okay. Zum Beispiel, was ist so ein Speicherpunkt? Braucht man E-Signal? Braucht man zum Beispiel Mikroprozessor? Aber mehr eigentlich gar nicht. Ich glaube, so viel braucht man es gar nicht. Hm. Für die Navigationsdaten. Also für die Eiweißperle, ne? Kriegst du 9000 Units. Ja. Krass. Ja, da fliegen wir mal kurz hoch. Kann man sich hier eigentlich irgendwie einen Wegpunkt markieren hier? Dass man weiß, okay, hier ist so eine größere Station oder größeres Land? Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Schade. Also zum Weltraum, oder? Ja, wir gehen zum Weltraum erstmal. Okay. Ein Frachtschiff. Ah. Halten. Ah, ich sehe den Eingang. Ich bin dort. Uah, ich bin vorbeigeflogen. Also der Planet sieht der Hammer aus draußen. Der Mido. Ist ja mal faszinierend. Bist du? Bin noch nicht drinne. Noch draußen. In der Raumstation. Ich muss Fotos machen. Fotos? Ich komme. Ist ja der Hammer. Die ganze Zeit so ein Warndreieck dran stehen. Aber so weit ist ja eigentlich alles ganz, das Raumschiff. Ich freue mich irgendwann hier, wenn wir
Minecraft-Projekt mal starten dann. Ja. Weil da kannst du auch im Weltraum gehen. Und hast auch jede Menge Galaxien und sowas. Ich hab's noch nicht geschafft bis da hoch. Ah, das ist die Waffe, ne? Ja, ich kann mir den Anzug upgrade machen. Ah, entweder ein Platz mehr. Oh, 50.000. Das ist mein Inventar. Hier wird es zwar ein bisschen billiger sein. Gold ist eigentlich sehr wenig. Theoretisch sollte man Gold behalten. Ich weiß noch nicht, für was man Gold braucht. Bis jetzt habe ich es noch nie gebraucht. Okay. Genau, sie Platin und Silber. Magnetisiert das Ferrit? 20.000. Wow. Neutralleitung. Ich hab gerade was gegeben, was du auch gerade verkaufen könntest. Was ist das? So eine Neutralleitung. Das braucht man erst, wenn man ein Frachtschiff hat. Ah. Davon habe ich noch genügend. Habe ich dir eigentlich gerade eine Neutralleitung gegeben? Ich guck gerade, nee, ich glaube nicht. Ja, ist mir gerade aufgefallen, ich hab's immer noch. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade am Verkaufen war, deswegen. Ich hasse es. Hast du mir eigentlich ein Hyperantriebmodul gegeben? Das ist so ein komisches Teil. Für den Tür, ja. So ein Raumschiff. Zu aktivieren, wenn du beim Raumschiff bist, mit E. Danach musst du beim Raumschiff hin machen. Ah. Okay, also das kann ich verkaufen, das kann ich eben auch. Oh, ich habe hier einen Fehler eingeschrieben. Ja, das muss ich ja ändern.
Was soll ich denn das ganze Metall wollte ich wegschmeißen, ja. Oh, immerhin 9000. Mhm. Ah, Silber hier. Ich kann was kaufen, das heißt Schmutz. Oh. Also ich glaube, das reicht erstmal für hier Sauerstoff, Kohlenstoff. Jarit und das. Kauf mal ein Raumschiff. Und geh zu Fuß. Durch den Weltraum zu Fuß. Der Raumschiff hat auf einmal eine andere Farbe. Gestern war das nämlich noch rot hier vorne. Sauerstofffilter. Jetzt ist wieder so ein X-Anzug Upgrade. Oh, cool. Ich weiß, die hat man früher hat man die auf dem Planeten gefunden. Die gibt's auch immer noch. Ah, oh, okay. Wenn du solche Absturz, also solche Notrufsignale findest. Hm. Wenn du was, dann ist so ein Absturzer und da drin ist so, auch so ein Exo-Upgrade. Sachen kaufen. Achso, das war ja das hier mit dem Ändern.
Visier. So, die haben 300. Oh Gott, ich finde noch einiges. Also du meinst, Neutralleitung brauche ich noch nicht? Hallo, Gemma. Hallo, Gemma. Hallo, Markus. Hallo. Also die Neutralleitung brauche ich noch nicht jetzt. Nee. Oh, ich bin Kaufmann. Hey. Das doch bestimmt aus Trotz hier. Oh, ich doch noch ein bisschen was. Warte mal, was kann ich denn weggeben hier? Natrium war ja wichtig. Ja, komm, ja, damit sagen. Ach, da hab ich wieder ordentlich Platz. Braucht man eigentlich wiederhergestellte Technologie? Nur wenn du eine Base baust. Um Baupläne zu finden. Ah. Okay, dann behalten wir das lieber noch. Okay. Platin machen wir noch weg. Ich brauche noch ein kleines bisschen. Ein paar Units brauche ich noch. Der hat den Preis nämlich gerade angehoben. Aus paar Units noch. Ja, ich habe schon was zu verkaufen, ja. Oh, Silber ist gut. Juhu, es reicht. Ich hole mal die bessere Waffe. Ah. Ich weiß nicht, ob das, ob die was bringt, aber die hat Scanner-Reichweite ein bisschen mehr. Und Bergbau hat die plus 13. Meine hat ja 0. Und hat 9 Plätze. Ich hab's getan. Hat eigentlich deine Waffe jetzt einen Terrain-Manipulator? Nee, der hat Analysierer, Scanner, Minenlaser und Blitzwerfer. Und ansonsten habe ich noch 5 Fächer frei.
aber hat noch keine Technologie. Oh. Meine Waffe habe ich schon Granaten dran. Ach du Schreck. Ja, da kannst du los hier auf den anderen Planeten, ne? Okay. Ja. Ich bin richtig durchgeklungen. Aber wir hatten ja, glaube ich, noch einen zweiten kleinen Planeten, ne? Der war ein bisschen kleiner. Der ist hinten. Und da ist viel Schnee drin. Ankunft. Weil es ein eisiger Planet ist. Ankunft, 4 Tage. Eine Woche. Na gut. Das Let's Play dauert jetzt eine Woche. Nein. Oh.